Schönen guten Morgen, meine Kinder. Korre, korre, packen wir in den meine Kinder, wie geht's euch? Ihr habt den Titel genau richtig gelesen. Ich werde Brautkleider aussuchen gehen und mit einem Brautkleid nach Hause gehen. Ich freue mich riesig auf den heutigen Tag. Vor allem, weil ich Brautkleider ausprobieren und aussuchen kann. Zweitens, ich das in mein altes Geschäft machen werde, wo ich gearbeitet habe. Ja, ich habe eine gewisse Zeit lang in einem Schmuckgeschäft in Zürich gearbeitet und der Geschäftsinhaber ist auch Inhaber von dem Brautmodegeschäft. In diesem Geschäft habe ich manchmal ausgeholfen. Es ist so irgendwie full circle. Sie haben wunderschöne Kleider doch. Nicht nur wunderschön, sie sind traumhaft, iconic, legendary. Das Geschäft heißt Mary's Couture and that's all period. Und ich habe gedacht, ich nehme euch mit. Die Frage aber, wieso werde ich ein Brautkleid aussuchen, Hani? Bin ich verliebt? Bin ich in love? Hat einen Mann mir Proposal gemacht? Nein. Für Raffas Plastic Cosmetics werden wir eine riesige Kampagne haben für neue Produkte. Eine Kulisse ist Hochzeit verbunden und dies und das. Komm mit! Ah, es wird so geil! Meine Kinder, ich bin gerade hier in Sprüngli in Zürich mit Gigina. Gigina! Ich habe sogar die passende Spitzen, weiße Spitze Unterwäsche angezogen, so dass falls man die Unterwäsche sieht, alles zusammen passt. No, you're gonna have the biggest ball cloud ever. Not sure. Because I'm gonna make you choose it. Aber mir war viel wichtig, noch was davor zu essen, weil JJ hat gesagt, dass ich sehr aggressiv gefahren bin. Sie hat mich abgeholt. She was never driving this crazy. Sie sagt, geh mir aus dem Weg. So what you say to about that? Ich hatte Hunger und wenn ich Hunger habe, ich bin hässlich. Everybody can relate. 2000 Jahre später. Meine Kinder, wir sind jetzt im Mary's Couture angekommen und guck schnell mal da. Ich bin tot. Brautkleider einfach bis vor die Augen gucken kann. Mein Gott. Ich freue mich riesig. Mein Gott, guck mal. Bitte diese Kleider an einfach. Mein Gott, wie wunderschön. Mit Kristallenspitze. Da sehe ich mich schon sehr gut drin. Ich habe ja hier gearbeitet, deswegen ich erinnere mich ein bisschen. Diese Seite ist pompös, da sehe ich mehr Jungfrau-Stil. Mehr Jungfrau finde ich auch. Bis dort hinten einfach. Dort hinten sind die Kleinen. Und ich sehe hier ganz viel Spitze. Hautfarbe dann darunter. Licht an. Will ich, dass ich verabschiede. Das ist eigentlich das, was ich vorher, ich habe mit Gigi darüber geredet, dass ich auch gespannt wäre, wie es ausschaut, wenn das Kleid zu ist mit Spitze. Und das hat sogar Spitze in der Mitte. Auf jeden Fall, wir werden jetzt ein paar Kleider aussuchen und dann werden wir euch hier die einzelnen zeigen. Ich freue mich! Meine Kinder, guck mal einfach, wie wunderschön diese ganzen Stickereien sind. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Jetzt wird das erste Brautkleid anprobieren. Ich freue mich. Wie hübsch, oder? Now he's starting to cry. Guck, wie es glitzert. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht das. Ich habe das Tattoo, man sieht das ein bisschen durch. Das stört mich persönlich ein bisschen. Aber sonst, das Kleid ist schon sehr, sehr hübsch. Ich will jetzt heiraten. Brautkleid Nummer 2. Wie finden wir es? Ich liebe den oberen Teil. Ich muss einfach gestehen, dass hinten nicht ganz so geht, because mein Po hat... Natürlich ist auch ein Look. Irgendwie schon sexy. Lieben wir. Also ich mag diese ganze Spitze, finde ich wunderschön. Ich mag, dass es bis da oben geschlossen ist. Natürlich, von der Form sieht voll schön aus, wenn man von vorne guckt. Es ist sehr schön, aber ich denke, das wird auch nicht der richtige Kleid für mich sein. Weil ich spüre das Kribbeln in meinem Bauch nicht. Next. Wie exciting einfach. Are you ready, mein Schatz? Yes! Sieht so wunderschön aus. Wie eine Muschel. Sag nicht das, ne? Mhm. Guck
Es betont auf jeden Fall schön mein Po. Jetzt kommt ein pompöses Kleid, ich freue mich riesig. 5 minutes later. Seid ihr bereit? Klar, die Länge vorne muss geschnitten werden. Wow. Oh mein Gott, guck, wie schön auch von hinten ist. Ich liebe die Form, ich liebe den Stoff. Ich liebe, dass es so schlicht ist, aber trotzdem so, ist trotzdem sehr warm. Können wir einen Schleier damit probieren? Wunderschön. Schönen guten Morgen, meine Kinder. Es ist mein Hochzeitstag. Ich bin schon seit einer Viertelstunde wach. Heute wird ja geheiratet, ja. Schütten heute 2 Lidschattenpaletten. Komm mit. So, meine liebsten Kinder, wir sind jetzt am Shoot angekommen. Wie ihr sehen könnt, haben wir all die Lashes von Revas Plastic Cosmetics, die Highlighter, die Lipglosses, Pinsel und dann die neue Lidschattenpalette. Die Ehemann-Palette, deswegen bin ich ja auch eine Braut. Und die Single Queen-Palette haben wir hier. Wir haben all die Lidschatten für die Single Queen-Palette und all die Lidschatten für die Ehemann-Palette haben wir hier. Bonita isst, sie hat gepisst. Miss Champagne ist am Start. Hallo. Nina ist auch am Start. Wir alle vorbeilaufen. Jetzt musst du auch vorbeilaufen. Und Sandra ist auch am Start. Meine Kinder, wir fangen. Das erste Look wird der Brautlook sein. Agnes hat schon ein paar Hochzeitfarben von meiner Lidschattenpalette auf den Augen. Und wir haben auch jetzt für mein Make-up, of course, auch Revas Plastic Cosmetics Farben benutzt. Für den Brautlook werden wir die Lashes natürlich benutzen. 5 minutes later. Guck mal, was Lashes für einen Unterschied, dass sie machen. So, jetzt ich bin fertig und der Luca, also mein Ehemann für den Tag, ist dran. Oh, Bonita hat Pipi gemacht. Oh, wie gut. Dann in der Zwischenzeit ist Gigino gekommen. Jetzt habe ich die Haare schon mal auf dem Kopf. Und jetzt werden wir das Brautkleid von Marys anziehen. Und ich habe auch hier von Elitza habe ich Collier, habe ich Tennis, Armband, Look at this. All the diamonds, honey. Ich habe Ohrringe, ich habe Ring, ich habe everything mit. Jetzt sitzt die geile Alina auf dem Podest und ich habe zu Agnes gebittet, dass sie einfach Alina snatcht und dass Alina sich nicht mal mehr erkennt. Ah! Freue mich. And she is drinking iced tea. Agnes is melting away und Alina is beat, aber wir zeigen sie nicht ganz. Also, hoi! Hoi! So, hoi! Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich geheiratet. Look at this beauty in the Spero. Habt ihr die Schlafe? Die ist schon lange weg. Was sie gesehen im Video? Auf dem Shooting, auf den Bildern, ja. Ich wusste gar nicht, dass man sie abnehmen kann. Ich bin schon geboren für Braut zu sein, gell? Ja, jetzt machen wir Outfit Nummer 2. Wobei, wie spät ist es? Sollen wir zuerst was essen? 5 minutes later. Okay, es war sehr schön mit diesen Haaren. But she is gone. Jetzt kommt die pinke Wig auf die Fresse, weil wir machen Single Queen Palette mit mir, Gigina, Alin. Guck, Alina, wie geil sie ausschaut. Wirklich. Bam. Oh. Oh. Pipi. Guck, sie hat voll gesappelt. So, jetzt haben wir Locada Nummer 2. Wow, you are Saucy Montana. And I ain't hearing it. And it's a new shit.
So, meine Kinder, Bild Nummer 2, der letzte Abendmahl. Das ist der letzte Abendmahl-Look. Ich fühle mich rich, aber ich fühle mich auch sehr heiß. But I look gorgeous, honey. So, hinter die Kulissen von der letzte Abendmahl. So, meine Kinder, selbstverständlich, eure Alzheimer-Königin hat vergessen, einen Outro zu machen. Aber hier bin ich. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Because it's always very ugly. Auf www.rafasplasticcosmetics.com findest du meine wunderbaren Lidschattenpalette, die Ehemann-Palette und die Single Queen-Palette. Gönnt euch und danke für eure Unterstützung. I love you. Und bis bald. Ciao.